Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Epic. Folge 8 ist es jetzt. Und diesmal bin ich gar nicht in der Stadt Epic. Ich bin hier in... Welcher Stadt bin ich? In Cape Town. Cape Town. Ja, hier mit mir in einem TS-Channel sind hier Mr. Minecrafter und hier war DJ Chrissy 1, 2, 3, genau. Hallo. Jo, die habe ich mir jetzt einfach mal gekrallt. Und die führen uns jetzt mal in dieser anderen Stadt rum. Ich kenne mich hier nämlich gar nicht aus. Ich war hier noch gar nicht zu Besuch. Und jetzt klotzen wir da mal rein. Also, wo gehen wir zuerst hin? Was ist das für ein Haus da? Das ist das Rathaus. Ja, das Rathaus von uns ist noch im Bau von Super Mario. Der steht auch da hinten. Okay. Ist ja ein bisschen groß, aber... Kann man ja als Schutzhalle nehmen, falls irgendwann mal der Krieg ausbricht, kann man sich hier drin verbarrikadieren und Feldbetten aufstellen. Ja. Wie gesagt, noch im Bau haben wir erst gestern. Ich geh mal kurz hoch ins zweite Stockwerk. Hui. Ah, okay. Da ist noch kein Dach drauf. Alter, das wird ja voll riesig. Aber es sieht bestimmt geil aus. Warum ist der Brunnen da hinten und nicht vorm Rathaus? Weiß ich nicht. Vorhin nicht da, wo das gebaut wurde wahrscheinlich. Okay, ich guck mal, was auf dem Schild steht. Hier entsteht ein Marktplatz. Ah, okay. Ah. Mit Villager. Ich finde den Brunnen voll toll. Mache ich jetzt. Ja, wir haben schon Screenshot. Ein paar Leute, die gut bauen können. Ja, das ist voll cool. Also, wenn ihr richtig gut bauen könnt und glaubt, ihr werdet hier in Cape Town richtig aufgehoben, dann könnt ihr euch auch bei Cape Town bewerben. Aber die nehmen nicht alle an, soweit ich weiß. Naja, nur Leute, die wir richtig gut kennen. Also wir holen meistens erst die in Test, reden so ein bisschen mit denen, lernen die kennen und wenn wir so uns sicher sind, dann nehmen wir sie auch an. Ja. Hier haben wir auch unser Farmhaus, hier sind unsere Pferde drin. Also von voll geil. Ach, mein Pferd ist weg. Cool. Fabi-Buch. Ah, okay, da steht kein Name dran, das gehört mir. Doch, mein Pferd ist nee, weg. Da ist eins. Oh. Ist es deins? Ne, weiß ich nicht, egal, einfach jetzt meins. Okay, cool. Dass jeder direkt schon. Hä, woher habt ihr die ganze Pferderüstung? Ich war im Nether. Wir haben eine eigene Nether-Festung und da habe ich die ganzen gefunden. Krass. Das ist ja cool, der Stall hier gefällt mir. Und was kommt hier oben rein? Ich glaube, wir machen hier so ein bisschen Heu rein, dann sieht das so aus, als würden wir halt hier oben Heu lagern und stellen dann, wie ich hier schon, an den Treppen Heu hin auch. Mhm. Dann sieht das so aus, als würde man das so an die Pferde verfüttern. Kann man ja leider nicht, aber... Das ist voll cool. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Und hier... Wir haben hier vorne die Tiergehege. Warum ist ein Schaf bei den Hühnern? Na, hier waren früher noch rote Schafe. Ah, okay. Aber weil es hier ziemlich geleckt hatte, weil wir ziemlich viele Schafe hatten und so... haben wir die getötet auf 2 runter, aber irgendwie sind dann alle rote Schafe gestorben. Oh. Durch einen Bug oder so. Oh, da sind voll viele kleine Schweine. Süß. Ja, hier haben wir unseren eigenen Schwarzmarkt mit 2 Villagern. Ah, wo habt ihr die Villager geklaut? War hier ein Villager-Dorf. Wir hatten 2 Villager-Zombies hier und die haben wir dann einfach zu Villagern gemacht. Hä, wie macht man das nochmal? Du musst einen Schwächetrank draufschmeißen und dann einen Goldapfel geben. Oha, okay. Dann hast du einen Villager. Die haben auch recht gute Angebote für uns. Der eine fand. Ich guck mal. Der hier hinten, der Schmied, der gibt Lederrüstung und so. Also cool. Eigentlich recht gute Angebote. Ja. Okay. Ja, das ist ja leicht, dann ans Smaragde zu kommen mit dem rohen Schweinefleisch da. Ja, erst recht mit unserer Farm. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Gehen wir mal weiter, also hier haben wir nur unser Nether-Portal, wo wir können ja auch mal vielleicht kurz reingehen, dann können wir das mal zeigen. Wow. Ja, du kannst ja sofort reingehen, weil du Game-Mode bist. Wow. Ja, auf der Seite, da muss ich raus. Hier haben wir eine Verbindung mit Stubble, weil die direkt recht nah uns sind. Okay. Mit so einer Minecart-Strecke. Leider keine Minecarts gerade da. Ja, die sind ja auch protected, falls sonst Leute die einfach abbauen. So, wir ja mal langfahren. 3 Stück. Eins für mich! Eins für mich! So. Danke. Gut, dann düsen wir mal nach Stubble. Die Stadt kenne ich nämlich auch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt einfach mal in jeder Stadt so vorbeiklubsche. Was haltet ihr so davon? Ihr, also, ja.
mit denen ich gerade hier im TS bin. Ich finde das eigentlich gut. Ich finde das eigentlich cool, weil sonst sehen ja die Leute eigentlich nicht, was in den anderen Städten so los ist. Ja. Also nur nochmal so, um zu sagen, ihr seid nicht fest an Epic gebunden, an diese Stadt. Ich werde mich jetzt auch von Epic losreißen und andere Städte besichtigen und für alle Städte sozusagen da sein, Ansprechpartner und so. Ja, weil das Ganze gehört ja zu dem Projekt, die verschiedenen Städte eben auch. Und dann klupsch ich da auch ab und zu mal rein. Wo seid ihr? Dahinter? Ja. Alter, das ist voll weit. Ja, 500 Meter, aber ist besser als über die Overworld, weil da sind so ungefähr 10.000 Blöcke. Krass. Ja, aber wenn man dann zum Beispiel in neue Gebiete oder so vordringen will, ist es gut, über den Nether zu reisen, dann. Machst du einfach einen Netherpot? Okay, jetzt habe ich gerade Lags. Ja, das ist bei der Minecart-Strecke. Irgendwie die Minecarts und Boote, die laggen noch auf dem Server ziemlich rum. Ja, Pferde auch. Pferde, okay. Ja, Pferde nach einer Zeit auch. Man merkt das auch richtig, wie man mit Pferde dann immer richtig laufen kann und so. Ja, ich merk's. Ich hab's jetzt erst ab da vorne zum Abbiegen, habe ich's gemerkt. Ja. Und jetzt sehe ich gar nichts wegen Shader. Ah! Ich auch nicht. Hab ja auch Shader drin. Ja, ich hab einen drin. Woo! Und habt ihr beide einen YouTube-Kanal? Echt nicht. Ja, nur ich anscheinend, ja. Ja, The Gentleman, wenn ich mich nicht täusche. Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich komplett blind. Ja, da ist die Neverfestung von Stubble, deswegen ist das da ziemlich dunkel. Oha. Jetzt sieht's aus wie so eine Geisterbahn. Woo! Alter. Wann sind wir da? Ach, da. Nee. Noch 30 Meter müssten es sein. Also bei mir da oben. Ja, ja, ja. Oh Gott. Wie lange ist die Strecke? Alter. Das ist ja krank. Vor allem blicke ich da nicht durch und ich will jetzt den Shader nicht ausmachen. Ah, okay. Ja, dafür haben wir so ein paar Schienen gebraucht. Krass. Eisen und Gold. Okay, ich gehe mal ganz kurz hier an die Oberwelt. Ja, da ist nochmal eine Minecart-Strecke, weil Stubble ein bisschen von dem Nether-Portal noch weg ist. Ah, okay. Ja gut, nee, da fahre ich jetzt nicht entlang. Nee, ich glaube, die Bahn ist, glaube ich, sogar noch gar nicht fertig. Ich weiß es gar nicht. Okay. Kommt hier vorne an, dann ist so 600 Meter Stubble entfernt. Ah, da in den Villager-Dorf, kann das sein? Dahinter. Das Villager-Dorf war ihr altes Haus, also die sind umgezogen. Bisschen weiter weg, ja. Okay. Und die jetzt dann. Da haben wir eine Verbindung hin. Pass mal auf, wer von euch ist gerade in der Stadt, dann porte ich uns dahin, weil da müssen wir das Laggy teilen. Crazy Zombie. Crazy Zombies bestimmt. Okay, warte, jetzt darf ich den Chat wieder anschalten. Habt ihr den Chat an? Ja. Ja, gerade im Moment. Wurde die ganze Zeit weiter gespammt? Ja, die schreiben irgendwie, dass du in die Stadt aufnehmen und so. Ja, sonst eigentlich nicht. Ja, warte, ich porte mich zu The Crazy. Ne, wie heißt der? Crazy Zombie? Crazy Zombie LP. Okay, gut. Zu dem habe ich mich jetzt geportet und jetzt porte ich euch zu mir. / TP Mr. Minecrafter. Was ist das? Und jetzt dann noch. Ne, dich porte ich nicht. Dich lasse ich da. Okay. So. Hier. Wunderbar. Okay. Hallo. Okay, dann kann die Führung weitergehen. Wo war da hinten? Ne? Warte, ich habe gerade die Orientierung. Time set 0. Hier. Das war ich nicht. So, da hinten ist das Nether-Portal gewesen, richtig? Hier war das Nether-Portal, ja. Hier hat jemand versucht, so einen automatischen Ofen zu bauen. Kann man mich ja auch machen. Ja, man mit Hoppers. Eine Kiste wart rein und dann wird das runtergezogen, war aber noch nicht fertig anscheinend. Okay, ja, ist doch eine coole Idee. Find's dann, cool. Wir hier den Weg lang gehen, haben wir einen Hafen angefangen zu bauen. Aber nur angefangen, noch nicht fertig gemacht, weil wir noch fertig gemacht. Habt ihr vor, Stadtmauern zu bauen? Wissen wir noch nicht, müssen wir gucken. Wir machen alles eigentlich immer so spontan. Ja. Hier haben wir angefangen. Wer hat das Schiff gebaut? Super Mario auch, aber das wir ist bauen voll alle hübsch. Zusammen hier rum. Das ist voll cool. Nein. Warum sind da Tiere? Oh! Mann über Bord! Da sind bestimmt Tiere hingelaufen. Kann ja gut sein. So. Oh, da müssen wir auf Chris warten. Der muss schwimmen. Bin schon da. Oh.
Wir haben auch natürlich immer, wenn wir was bauen, machen wir sofort Kieswege, damit wir ja das nicht am später machen müssen und voll verwirrt sind. Dann hatten wir am Anfang, also das hier ist unser Lagerhaus hier links. Da haben wir auch als allererstes. Und da habt ihr es so gemacht, dass alle Zugriff haben. Ja, wir haben die Kisten eigentlich so entweder alle als Friend hinzugefügt oder weil wir eine eigene Stadt sind, haben wir einfach alle unlocked, weil er ja klar zugreifen kann. Da haben wir auch einen besonderen Fisch an der Wand. Kannst du ja mal angucken. Ein was? Ja. Einen besonderen Fisch. Oh, Nemo! Hä, wie habt ihr das benannt? Man muss den Fisch hier im Amboss benennen und dann einfach in den Bilderrahmen reinmachen. Geil. Okay, wieder was dazu gelernt. Werde ich auch machen. Richtig cool. In die Leiter runter haben wir halt ein Lager und dann ein Strip Mining. Okay, guckt euch das mal an, Freunde. Dieses Lager ist doch krass. Geil. Und sortiert. Ja, und sortiert. Ja, ich sortiere meine Kisten auch immer. Da haben wir noch eine kleine Eierfarm. Und noch ein Netherportal. Ja, da woher das kommt, wissen wir nicht. Okay. Und weiter unten ist einfach nur unser Strip Mining Gang. Ja. Und hier eine Höhle, die wir unter uns hatten. Einfach. Cool. Kann mal irgendeiner kurz disconnecten und gucken, wie viele Spieler jetzt auf dem Server sind? Ja, warte. Es sind gerade 64. Okay, als ich drauf bin, waren es 40. Ja, also die meisten warten wirklich einfach nur, dass du kommst. Ach nö, ne? Kann auch vielleicht sein, weil noch nicht viele bemerkt haben, dass der Server heute wieder online gekommen ist. Ja. Ist das denn alle Bewohner, die jetzt in der Stadt sind? Ja, dann haben wir mal aufgeschrieben. So, halt die Farm, die riesengroße. Da hatten wir früher die Villager drin. Das wurde aber enteignet. Ja, die haben wir jetzt da hinten halt hingebracht. Wir werden jetzt gerade Häuser gebaut. Holt ihr nur Leute ins Team, die gut bauen können? Nee, also wir holen alles, also wie gesagt, wir lernen die Leute, die ihr kennt, erstmal kennen. Und wenn wir uns sicher, also wir besprechen das dann, wenn wir uns sicher sind, nehmen wir so eine Stadt auf uns. Ist eigentlich egal, ob sie gut bauen kann oder nicht. Hauptsache, sie bauen mittelalterlich. Okay, also das hier ist bei euch das Stadtmotto mittelalterlich. Ja, gut. Hier haben wir auch noch einen Uhrenturm und so, also einen Glockenturm. Den finde ich cool, wer hat den gebaut? Auch Super Mario. Ja, der kann ja richtig gut bauen. Abgebaut von dem Video. Ja? Ja, aber ist ja nicht so schlimm, wenigstens. Nö, aber aus. Ja, ich selbst wenn ich irgendwas abbauen würde, würde ich es nicht so hübsch hinkriegen. Ja. Okay, und da kann man nicht hoch. Nee. Machen wir bestimmt noch oder so, keine Ahnung. Okay, sieht aber echt hübsch aus. Und was entsteht da gerade? Ein Haus von Alex. Ja, da entsteht auch noch ein Haus. Also hier entstehen. Oh, das hier ist ja chillig. Weil der Server ja gestern nicht da war, entstehen hier überall gerade die Häuser noch. Hier rechts oben auch. Mhm. Ja. Hier von Crazy Zombie das Haus. Da oben links ist mein Haus, das baue ich auch gerade. Da gucken wir mal vorbei. Ups. Habe ich hier ein bisschen den Berg auch verschönert, damit er besser aussieht. Ja, weil so natürlich würde es sowas nicht generieren da. Ja. Sieht aber echt schick im Shader, ey, ich liebe den Shader, gell? Was habt ihr für einen Shader drin? Ich benutze gerade Schoka Peak 13. Ah, okay. Habe ich den auch drin? Kompliziert. Den habe ich auch drin. Das gucke ich mal. Hä? Das ist doch gar kein Shader. Ja, ich habe auch noch einen Hexagon Screeny Life Shader. Und sonst, ich benutze den Mr. Meep ganz gern, der ist voll cool. Ah, mein Computer hält den noch nicht aus. Erst wenn ich meinen neuen krieg, kann ich den auch holen. Und da ganz hinten auf dem Berg baut auch noch gerade sein Haus. Ja, da bin ich heute hingezogen erst. Sehr schön. Die Landschaft hier gefällt mir auch mit dem Fluss hier und da und dort. Kann man bestimmt noch cool was bauen. Sonst haben wir eigentlich noch nichts, weil wir haben erst vor 2 Tagen angefangen. Dann, wo gestern, hier Überlastung war, sage ich jetzt mal, war der Server ja nicht mehr da und dann konnten wir einen Tag nichts mehr bauen und jetzt fangen wir gerade heute wieder an, alle hier anzubauen und so. Haben jetzt auch heute noch den Eevee Direction angenommen, der baut bestimmt nachher auch noch. Und Fabi muss auch noch anfangen zu bauen. Ich muss jetzt ganz kurz ein paar Leute annehmen, sonst, Also die Stadt ist eigentlich so gesehen noch im Aufbau.
Jo, aber der erste Eindruck ist schon mal sehr gut. Ich werde mal, also ist es okay, wenn ich die Koordinaten zeige, dass die Leute vielleicht zu euch hinlaufen können oder. Die können gerne zu uns hinlaufen, ja. Solange sie uns halt nicht nerven, dann. So, hier. Einfach gucken, wer sich mit Cake Town identifizieren könnte. Da kann ich ja mal auf dem TS vorbeischauen und hier den Mr. Minecrafter ansprechen oder hier den DJ Chrissy, die gehören ja dazu. Die anderen hier, Fabi Buch zum Beispiel, glaube ich. Ich kenne jetzt nicht alle Mitglieder von Cake Town auswendig, aber ja. Auf dem TS findet ihr die auf jeden Fall an. Und wer meint, Cake Town ist eine coole Stadt, da klubsche ich mal rein, dann könnt ihr das ja gerne machen. Ne? Ja. Ich würde jetzt die Folge beenden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bitte? Du musst mir jetzt, oder du sagst mal kurz deinen Kanalnamen. The Gentleman war es, glaube ich. The Gentleman. So. Genau, da könnt ihr mal vorbeischauen und einen Gruß da lassen. Wie du gestern getan hast. Ja, genau. Und dann würde ich einfach mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und haut da rein und tschüss. Tschüss.